Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen bei Fellner live und bei mir zu Gast ist jetzt die Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Schönen guten Abend, Frau Ministerin. Guten Abend. Frau Ministerin, das innenpolitische Thema des heutigen Tages ist natürlich der Rücktritt von ÖBAG-Chef Thomas Schmid. Ist es Ihrer Meinung nach richtig, dass er jetzt zurücktritt, beziehungsweise der Aufsichtsrat ihn anscheinend dazu gedrängt hat, hier mit sofortiger Wirkung zurückzutreten? Ja, ich glaube, es ist keine Frage von richtig oder falsch. In solchen Kategorien denke ich auch nicht. Jetzt muss man nach vorne blicken. Ich glaube, die Unternehmen, die unter der ÖBAG sind und dort zusammengefasst sind, sind ganz wichtig für den Wirtschaftsstandort. Die wachsen alle jetzt schon wieder sehr, sehr gut in dieser Nachzeit der Krise und mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jetzt gilt es, in die Zukunft zu schauen und zu schauen, dass man hier natürlich eine gute Nachbesetzung macht und entsprechend die Unternehmen auch arbeiten lässt. Die tun das ja auch und haben das sowohl in der Covid-Krise gemacht als auch bei den vielen Diskussionen. Wie sehr hat denn diese ganze Chat-Affäre Ihrer Meinung nach darüber geschadet? Also wenn man auf die einzelnen Unternehmen schaut, dann sieht man ganz klar, dass die extrem erfolgreich sind. Also aus meiner Sicht hat das auf den einzelnen Aktienkurs der Unternehmen und die ÖBAG selber notiert ja nicht an der Börse keinen Einfluss gehabt. Wir sehen, dass die Unternehmen extrem erfolgreich sind, dass sie sich neu ausrichten auf Zukunftsthemen wie zum Beispiel Kunststoff oder dass die österreichische Post ganz stark sowohl im Bereich E-Commerce als auch im Bereich der klassischen Dienste, Paketdienste sehr, sehr erfolgreich sind. Aus meiner Sicht hat das auf die einzelnen Unternehmen keine Auswirkungen. Aber hätte er nicht früher gehen müssen, angesichts, sage ich mal, dieses medialen Tornados, der da seit Monaten über ihn hinwegzieht? Also ich bin jemand, der ja aus der Wirtschaft kommt und deshalb sage ich im Konjunktiv und hätte und er hätte können. Das zählt für mich eigentlich nicht. Er hat jetzt diesen Schritt gesetzt. Es ist zu akzeptieren und wir müssen jetzt in die Zukunft schauen und eben schauen, dass die Unternehmen gute Rahmenbedingungen in Österreich vorfinden. Da ist mir zum Beispiel wichtig, sie bei den Investitionen zu unterstützen, wie bei der Investprämie. Ich glaube, über solche Dinge freuen sich die Unternehmen und das nehmen sie auch an und das ist sehr viel wichtiger als die Diskussionen. Haben Sie eigentlich mit Thomas Schmid über diese Chats hier gesprochen? Da sind ja auch steuerbare Frauen unter anderem, die da genannt werden. Haben Sie ihn je konfrontiert mit diesen Chats? Nein, habe ich nicht. Okay. Und abschließend noch zum Thema ÖBAG. Wie soll es denn in der ÖBAG Ihrer Meinung nach weitergehen? Der Vizekanzler Werner Kogler hat ja gesagt, er würde sich eine Doppelspitze in der ÖBAG künftig wünschen, weil es einfach so ein großes Portfolio ist. Sie kommen selber aus der Wirtschaft, aus einem Unternehmen, wo es auch mehrere Vorstände gab. Braucht so ein großes Unternehmen wie die ÖBAG nicht eine Doppelspitze? Naja, man muss da ein bisschen unterscheiden. Die Unternehmen, die groß sind, sind die Unternehmen, die in der ÖBAG angesiedelt sind. Das ist der Verbund, das ist die BIC, das ist die österreichische Post und die haben ja alle mehrfach Vorstände. Ich glaube, das ist wesentlich zu unterscheiden. Das ist eine Beteiligungsverwaltung, die wir hier haben und natürlich werden Strategien auch mitentschieden, aber letztendlich sind es die Vorstände in den Unternehmen, die wesentlich sind und da ist kein einziger ein Einzelvorstand, sondern das sind überall mehrere. Also Sie sind der Meinung, es reicht ein Einzelvorstand in der ÖBAG? Also so wie es jetzt ist, als Beteiligung ist das für mich ausreichend, weil man wirklich unterscheiden muss, die ÖBAG ist nicht im operativen Geschäft tätig, sondern das sind die Unternehmen und da sieht man ja jetzt deutlich, dass die sehr erfolgreich sind. Mhm. Würden Sie sich eine Frau wünschen als Nachfolgerin von Thomas Schmid als ÖBAG-Vorstand? Ich wünsche mir die beste Person, die geeignetste. Wenn es eine Frau noch dazu ist, freue ich mich natürlich auch darüber. Okay. Kommen wir zur aktuellen wirtschaftlichen Situation. Wir haben jetzt circa 3 Wochen Öffnungsschritte hinter uns. Am 10. Juni werden weitere Erleichterungen eintreten und ab 1. Juli dann überhaupt die ganz großen Öffnungsschritte. Wie wirkt sich diese Öffnung denn Ihrer Meinung nach auf die wirtschaftliche Situation in Österreich aus? Ja, sehr positiv. Also ich bin sehr, sehr froh als Wirtschaftsministerin. Gebe mein Herz auf, wenn ich sehe, wie die Unternehmen arbeiten, wie der Handel wieder läuft und vor allem auch die Gastronomie und der Tourismus. Und noch viel mehr auch natürlich, dass es Unternehmen geschafft haben, durch die gesamte Krise hindurchzuarbeiten.
denkt man die Handwerker oder auch die Industrie. Und die haben jetzt schon wieder ganz andere Probleme, nämlich dass sie die Anzahl der Aufträge nicht abarbeiten können und händeringend auch nach Fachkräften suchen. Das ist ein schönes Problem, dass das so kurz nur also jetzt Zeit gebraucht hat, dass wieder alle da sind. Das freut mich natürlich besonders. Rechnen Sie eigentlich schon mit Wachstum im zweiten Quartal, also in dem jetzigen Quartal, oder wird unsere Wirtschaft erst ab dem dritten Quartal wieder wachsen? Naja, das wird man noch entsprechend auch sehen. Also ich rechne eher mit Mitte des Jahres, dass wir wieder ins Wirtschaftswachstum zurückkehren. Aber für dieses Jahr in Summe spricht nichts dagegen, dass Österreichs Wirtschaft wieder wächst. Wenn wir international schauen, boomt und brummt es überall, auch in der Bauwirtschaft und international sowieso unsere Märkte, mit denen wir zusammenarbeiten, also die Unternehmen in Österreich, Deutschland, USA und auch Asien in China, die wachsen ja kräftig. Und das ist gut für eine exportorientierte Wirtschaft. Jeder zweite Arbeitsplatz, darf man nicht vergessen, entsteht in Österreich durch den Export. Es ist so wichtig, dass wir diese Märkte wieder erreichen können. Mit welchem Wachstum rechnen Sie da über das gesamte Jahr heuer? Ja, die Analysen gehen immer wieder Schritt für Schritt nach oben. Das ist gut. Die OECD, auch die Europäische Kommission revidiert ihre Wachstumszusagen für Österreich. Jetzt liegen wir so bei 3,4% in etwa. Also mit sowas rechne ich schon. Jetzt gibt es natürlich auch viele, die sagen, die Zahlen gehen zurück. Wir haben heute wieder nur über knapp 200 Neuinfektionen. Warum brauchen wir diese Regeln überhaupt noch, diese strengen, die wir derzeit haben? Warum können wir nicht gleich, so wie Israel beispielsweise, zu einem normalen Leben zurück ohne Regeln? Wie sehen Sie das? Ja, ich glaube schon, dass wir jetzt in Schritt für Schritt uns nähern sollten. Und da wird ja wieder diese und nächste Woche werden viele Gespräche wieder geführt, um zu schauen, wie kann man umgehen mit der Nachtgastronomie, mit den unterschiedlichsten Branchen. Ich glaube, es war ein wichtiger Schritt, die Kurzarbeit jetzt nochmal zur Verfügung zu stellen und die Möglichkeit zu schaffen für jene Branchen, denkt man den Kongress, Tourismus und die Kongresse, die können noch nicht so agieren. Warum wir das brauchen, ist auch ganz klar, weil wir natürlich auch viele Leute haben, die aus anderen Ländern zu uns kommen und ein bisschen aufpassen und ein bisschen schauen. Aber wenn es dann alles aufgeht, freuen wir uns sicher alle. Der Handel ist einer jener Bereiche, der verglichen mit anderen Bereichen noch relativ strenge Regeln hat. Da wird es auch weiterhin dann eine Maskenpflicht geben nach dem 1. Juli. Muss das eine FFP2-Maske sein, Ihrer Meinung nach, oder kann man auch im Handel auf einen normalen Mund-Nasen-Schutz zurückgehen? Ja, ich müsste jetzt auch nochmal mit unserem Gesundheitsminister dazu sprechen. Mund-Nasen-Schutz ist sicherlich im Sommer möglicherweise ausreichend, weil ja auch eine entsprechende Wärme da ist und wir die Leute auch nicht so belasten wollen. Das ist ja anstrengend, wenn es heiß ist. Aber man muss schauen, wie das gesundheitlich zu beurteilen ist. An dem muss man es letztendlich festmachen. Wann rechnen Sie denn eigentlich wieder damit, dass unsere Wirtschaft auf Vorkrisenniveau ist, beziehungsweise wir dieses Niveau wieder erreichen werden? Ja, also wenn wir da schauen in unterschiedlichen Branchen, dann sind wir in der Industrie definitiv schon wieder auf Vorkrisenniveau. Teilweise sagen mir Unternehmen, sie haben mehr Aufträge, als sie erwartet hätten, die auf einem höheren Niveau sind als vor der Krise. Dasselbe gilt fürs Handwerk. Also einen Tischler zu bekommen jetzt ist gar nicht so leicht. Oder auch wenn man im Garten was macht, alles was mit Heim zu tun hat, alles was, wo wir Zeit hatten, jetzt eben zu schauen, dass wir das verschönern. Und dann gibt es natürlich auch Branchen wie den Tourismus. Ich gehe davon aus, dass die Tourismusbetriebe am Land eine sehr gute Saison haben werden. Ich bin überzeugt, dass viele deutsche Gäste wiederkommen wollen nach Österreich. Und wo es ein bisschen länger dauern wird, ist sicher im Städtetourismus und in dieser ganzen Eventbranche, wo eben große zusammenkommen. Stellen Sie sich ein großes Konzert, ein Rockkonzert vor. Da wird man schon noch schauen müssen und die sind sicherlich länger belastet und dafür gibt es die Kurzarbeit, die noch verlängert wurde bis Ende des Jahres. Sie haben die Kurzarbeit gerade angesprochen, Frau Ministerin. Warum war es eigentlich notwendig, die bis ins nächste Jahr hinein zu verlängern? Das hat manche doch überrascht, dass sie jetzt doch so lange läuft.
Naja, die Kurzarbeit, die jetzt speziell geschaffen wurde für die Covid-Krise, um so viele Menschen wie möglich in Arbeit zu halten und dass sie nicht ihre Jobs verlieren, die wird nicht bis nächstes Jahr verlängert, sondern bis Ende des Jahres. Und ist für all jene Unternehmen, die mindestens 50% des Umsatzes verlieren. Das sind jene eben Event-Gastronomie, die ganzen Kongresse, Messen, Veranstaltungen dieser größeren Form und vor allem in den Städten. Die werden stärker betroffen sein als am Land. Und für die gilt das bis Ende des Jahres. Das heißt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können in Kurzarbeit gehen, in ihrem Unternehmen bleiben und bekommen weiterhin 80%. Die andere Form, die zweite Form, ist eigentlich die Form, die es vor Covid auch gegeben hat. Da gab es ja auch eine Kurzarbeitsform. Diese wird bis Mitte nächsten Jahres verlängert. Und dann schauen wir, aber da trägt natürlich auch das Unternehmen mehr und auch der Mitarbeiter muss beitragen mit einer Woche Urlaub alle zwei Monate. Und ich glaube, das ist eine gute Lösung, die beide Welten abbildet. Am liebsten ist man natürlich, alle haben Jobs und das gilt nur, das geht nur mit Wachstum. Apropos, weil Sie das gerade ansprechen, alle haben Jobs. Wir haben noch immer knapp 400.000 Arbeitslose in Österreich und auf der anderen Seite, ich glaube, über 100.000 offene Stellen. Wie passt das zusammen, dieses Paradoxon, und warum schaffen wir es momentan nicht, diese offenen Stellen mit den Arbeitslosen zu besetzen, beziehungsweise was kann man tun, um hier mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt zu schaffen? Ja, da ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass, Sie haben es richtig gesagt, genügend Stellen in Österreich da sind, aber dass es eben ein Thema ist, dass die beiden zusammenfinden, jene, die Arbeit suchen und die, die Stellenangebote da sind. Da braucht es Umschulungen, ganz oft braucht es da Umschulungen und dafür stehen 700 Millionen Euro zur Verfügung, der größte Topf jemals, dass man eben jene Fähigkeiten erlernen kann, die man für diese Jobs braucht. Das ist meistens geht es um digitale Fähigkeiten oder eine klassische Umschulung aus einer Branche, wo ich mich nicht mehr wohlfühle, in eine neue, typisches Beispiel in die Pflege. Und da steht Geld zur Verfügung und auch Know-how zur Verfügung, dass hier geholfen wird, diesen Weiterbildungsweg zu gehen. Die Menschen werden immer älter, Gott sei Dank, arbeiten immer länger, wollen auch, weil sie gesund sind, aktiv am Leben teilnehmen. Und wird wohl so sein, dass wir nicht einen Job nur im Leben haben, sondern unterschiedliche. Und da muss auch möglich sein, für Erwachsene diese Umschulungen zu machen. Da braucht es Geld dafür, das steht zur Verfügung. Die zweite Komponente ist die Lehre. Wir sind gewohnt in Österreich, dass die Lehre, die duale Ausbildung eher für die Jungen ist. Und ich sage, das ist auch etwas für die Erwachsenen. Das heißt, wir arbeiten intensiv daran, dass auch Erwachsene, 30-Jährige, 40-Jährige, eine Lehre zusätzlich neu beginnen können. Der Vorteil ist, ich bin, wenn ich in dieser Lehre bin, in einem Unternehmen, in dem Umfeld, kann arbeiten, kriege ein Gehalt und entsprechend kann ich eine Ausbildung machen, die ich vielleicht bis mein Lebensende dann machen möchte. Ich sage klassisches Beispiel, ich würde mich sehr einsetzen für die Pflegelehre und habe diese Woche auch eine Diskussion mit dem Minister Mückstein dazu. Für die habe ich mich immer eingesetzt, weil ich glaube, das ist etwas klassisch Gutes für Frauen auch, aber auch für Männer hier eine Umschulung zu machen. Aber Frau Ministerin, ich verstehe Sie richtig, Sie wollen eine Lehre für Erwachsene, beispielsweise in Pflegeberufen, dass man dieses duale Ausbildungssystem auch in sozusagen Anspruch nehmen kann, wenn man mal Job wechselt oder seine Arbeit verliert. Ja, das ist eigentlich heute schon so, nur nutzt es kaum jemand in Österreich und darum haben wir mehrere Schienen in dieser Lehre. Das eine ist die duale Akademie. Was ist die duale Akademie? Das ist eine Lehre nach Matura. Wenn ich eine Matura, bin ich auch Erwachsener. Anstelle des Studiums mache ich eine Lehre. Ist in Deutschland sehr, sehr üblich, das machen sehr viele. In Österreich sehr unüblich. Und ich habe ja viele Jahre Unternehmen geleitet und ich kann nur sagen, jeder, der sich dafür entscheidet, der geht einen richtigen Weg. Mit 20 ist man dann schon fertig. Man hat 2 Jahre verkürzte Lehrzeit, also nicht 3 Jahre, sondern 2 Jahre. In Oberösterreich haben wir das ausprobiert und zwar als Testlauf für unterschiedlichste Berufe. Zum Beispiel für Mechatronik, aber auch für Großhandel, für E-Commerce, für die unterschiedlichsten Bereiche. Und dann gibt es eben noch Berufe wie zum Beispiel die Pflege, von denen ich ausgehe, dass sie besonders geeignet sind, um als Erwachsener einzusteigen und eben nicht nur im theoretischen Umfeld, sondern eben in der Praxis direkt auch in den Betrieben.
Jetzt wurde in den letzten Wochen auch über eine Reform des Arbeitslosengeldes gesprochen und wir haben gerade diese Flexibilität auch oder teilweise mangelnde Flexibilität am Arbeitsmarkt auch angesprochen. Wäre es nicht sinnvoll, hier vielleicht auf so ein degressives Modell zu gehen, wie es ja auch schon der Arbeitsminister ins Spiel gebracht hat, am Anfang ein höherer Nettobeitrag, aber dann, wenn man länger in der Arbeitslosigkeit ist, sozusagen sinkende Arbeitslosenbeiträge, wäre das Ihrer Meinung nach der richtige Weg? Ich glaube, man muss sich umschauen und schauen, welche Modelle es gibt. Und so ein Modell gibt es sogar in sozialdemokratischen Ländern wie Dänemark. Die haben das. Ich habe mir das mal angeschaut. Und natürlich gibt es dann mehr Anreiz. Aber ich glaube, es geht nicht immer nur ums Geld, sondern es geht auch darum, hat jemand die Fähigkeiten, den neuen Job zu machen? Traut sich jemand in diesem Bereich? Und da braucht es, wie ich vorher gesagt habe, ganz viel Schulung. Was es auch braucht, ist Unterstützung bei der Mobilität. Wir haben hier ein Programm bei uns im Haus, das heißt Be Mobile, also sei mobil. Und da unterstützen wir vor allem junge Menschen, zum Beispiel in den Westen zu gehen, wo Lehrstellen sind. Das wird aus meiner Sicht noch zu wenig genutzt. Da möchte ich wirklich auch alle auffordern. Wir unterstützen da Projekte, die gerade jungen Menschen diese Übersiedlung und dieses in den Westen gehen ermöglichen, weil es dort eben sehr, sehr viele Jobs gibt. Man braucht nur nach Oberösterreich schauen, das ist nicht einmal so weit aus Wien, von Wien weg. Und ganz zum Schluss noch zur Corona-Prämie. Da haben die NEOS gefordert, dass die wieder steuerfrei gestellt werden muss. Aufforderung ging, glaube ich, an Sie. Wie schaut es da aus? Wird die wieder steuerfrei sein? Also wir sollten uns das anschauen, wie wir das machen. Es macht natürlich wenig Sinn, dass wir, wenn Prämien ausbezahlt werden, so wie im Gesundheitswesen, dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ausgezeichnet werden sollen, dann von noch Steuern zahlen müssen. Da sind wir im Moment im Gespräch und da gehe davon aus, dass wir hier gute Lösungen finden werden. Aber das heißt, es schaut gut aus, dass die Steuer freigestellt wird. Ich möchte dem Finanzminister nicht vorgreifen, Steuer ist immer sein Thema, aber wir haben immer gesagt, die Dinge sollen netto ankommen. Ich glaube, es hat niemand daran gedacht, dass dann man zwischen Brutto und Netto unterscheiden muss. Frau Ministerin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Herzlichen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann ist gleich der FPÖ-Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss Christian Hafenecker bei mir zu Gast und mit dem spreche ich natürlich auch über den Rücktritt bzw. sofortigen Rückzug von Thomas Schmidt als ÖBAG-Chef. Wie sieht er das und wie sieht er den Untersuchungsausschuss? Welche neuen Erkenntnisse gibt es da? Und sieht er noch eine Chance, dass dieser Untersuchungsausschuss verlängert wird oder wird es einen neuen Untersuchungsausschuss dann im Herbst geben? Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.